Hallo und willkommen zurück im Country Life LS19 auf der Karte Argentin und wir sind im Teil 44 und haben uns gerade beim Händler unsere neu erworbenen Düngerspritze abgeholt. Ich habe mit dem alten Düngerstreuer bis auf das allerletzte Feld und das vorletzte Feld 50 habe ich nämlich noch nicht ganz geschafft, da habe ich nur die Hälfte, dann war der leer. Feld 52 noch gar nicht. Und jetzt habe ich die, wie gesagt, geholt und gefüllt und schaue natürlich direkt mal nach wegen neuen Feldern. Und ja, Tatsache, es gibt wieder welche in der Nähe unseres Hofes. Und da ich das Geld nach wie vor immer noch gut gebrauchen kann, habe ich mir entschieden, diese Felder erstmal fertig zu machen und danach in die 50er, also 50 und 52 fertig zu machen und dann noch die 46 mitzunehmen, dann hier unten, und dann sollte das Düngen auch erledigt sein. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass es in zwei Folgen hintereinander das Düngen wird. Aber ich kann diese Aufträge nicht verstreichen lassen. Ich kann auch die Zeit nicht verstreichen lassen. Und dann, wie gesagt, zum ersten brauche ich das Geld, zum zweiten muss ich irgendetwas tun, damit der Rübe rollt. Und das ist jetzt gerade aktuell so die Option, die ich habe. Hier ein bisschen Düngerarbeit zu leisten, um dafür dann halt das Geld zu bekommen und auch die Zeit sinnvoll zu nutzen, bis ich bei unseren Feldern was machen kann oder dann halt später auch der Herbst kommt mit den Erntezeiten. Wobei jetzt erstmal der Sommer kommen muss, da habe ich noch genug mit Düngen zu tun. Vielleicht auch noch ein paar Ballenaufträge, das wäre zumindest mal eine Abwechslung. Aber da schaue ich dann, was der Sommer bringt. Ja, und ansonsten, die Kühe selbstverständlich, um die muss ich mich natürlich weiterhin kümmern, aber die sind momentan, naja gut, die könnten langsam wieder aufgefüllt werden. Und auch meine Hühner könnte ich schon langsam mich wieder beimachen und sie versorgen, aber das sind alles Sachen, die man natürlich noch heute auch im Laufe des späteren Nachmittags erledigen kann, des frühen Abends. Und hat natürlich einen Vorteil, so seht ihr direkt einmal die Düngerspritze in Aktion, wenn wir sie schon mal leisten. Ja, und ja, na gut, so seht ihr ein bisschen die Entwicklung, auch vom Kontostand her. Das ist, glaube ich, immer so am schwierigsten nachzuvollziehen für euch, wenn ihr das so einmal die Woche seht, das Projekt. Dann kann man das so ein bisschen schwieriger nachvollziehen. Auch wenn ich versuche, euch ein bisschen zu erklären, wie dann der Kontostand jeweils immer zustande kommt. Aber so, das ist der Hintergrund im Endeffekt, ne? Die Feldarbeiten. Ja. Mir ist übrigens vorhin eingefallen, ich habe noch eine Neuerung am Hof. Die habe ich euch doch total vergessen zu zeigen. Machen wir gleich mal, wenn ich hier Feld 19 fertig habe und zu Feld 10 aufbrechen möchte, dann fahren wir einfach mal kurz vorher noch am Hof vorbei. Dann zeige ich euch diese Errungenschaft. Die ist nichts Großes,
Aber sie erspart mir eine Menge Wege und damit Zeit, die ich dann wiederum für andere Dinge nutzen kann. Ich sehe schon, was ein Nachteil vom Flüssigdünger ist. Ich habe den Eindruck, der Verbrauch ist höher. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das Ding schnell leer saugt. Na gut, irgendwas ist ja immer. Jetzt fahren wir mal kurz in Richtung Hof, dann zeige ich euch, was ich, nee, dachte Richtung Hof, dann zeige ich euch, was ich vergessen habe, euch noch zu zeigen, ohne Neues, und danach düsen wir direkt mal zu Feld 10 durch. So. Und jetzt also hier ist erstmal alles unverändert, aber es hat unter anderem damit zu tun, dass der Hänger hier so dasteht, wie er gerade dasteht. Und zwar habe ich mir eine Kleinigkeit geleistet. Die ist wie gesagt nicht groß, auch nicht teuer gewesen. Hat aber einen unheimlich großen Nutzen. Ich habe mir nämlich diesen Werkstatt-Trolley hier gekauft. Der Vorteil ist, dass ich mit dem jetzt ganz einfach meine Fahrzeuge selbst mal warten kann, ne? Oder ich sage jetzt, hey, ich muss da mal was umbauen, ja, so mit ein bisschen hier beim Motor zum Beispiel, wenn ich mir, müsste ich mir natürlich die Grundsachen besorgen, wenn ich mir das zutraue, muss er natürlich die Grundkomponenten besorgen, dann könnte ich zum Beispiel meinen Motor selber upgraden. Muss ich nur gucken, wie ein Garantie und so. Das ist halt immer so eine Schwierigkeit. Aber ich dachte, so um den Hängerstein umzubauen. Oder eine kurze Wartung zu machen, einen Ölwechsel. Das, ich dachte mir, das kann ich ja wohl alleine machen. Eine Schraube nachzusehen. Irgendwas ist ja immer zu warten an den Fahrzeugen. Also ich dachte, das war auch nicht wie die. Dieser für große Dinge werde ich wahrscheinlich trotzdem eher die Werkstatt in Anspruch nehmen, immer so ein Motor-Upgrade. Da sollte schon eine gewisse Garantie hinter sein, falls dann doch irgendetwas schief geht, dass ich dann zumindest Rechtsanspruch drauf habe. Nicht, dass ich mir ja selber mache und dann versaue ich es und dann ist der Traktor im Rücken und dann stehe ich da und habe keinen Schadensersatzanspruch, dann ist mir natürlich auch nicht geholfen. Gut, jetzt sind wir hier bei Feld 10. Ihr seht, das ist ein großes Feld. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Leider ist gerade echt nicht zu ändern. Aber Düngen ist nun mal eine der Hauptaufgaben im Frühling, im Sommer, damit es sich dann im Herbst wieder auszahlt. Und da die Bauern das ja irgendwie alles nicht alleine schaffen und ich mir damit meinen Lebensunterhalt finanziere, muss ich das natürlich tun und euch dabei mitnehmen. Wenn das dauerhaft wahrscheinlich ein bisschen in die Langeweile abdrifft. Aber wir werden es jetzt auch nicht jedes Mal machen. Ja, der Bauernberuf ist ja doch etwas vielseitiger. Ich habe nur Tiere. Landwirtschaft. Vielleicht auch mal irgendwie noch eine Produktion. Wer weiß, was alles noch kommt. Na? Wenn man Feld 10, hier sind drei Bäume. Würde ich dem Bauern mal sagen, dass hier mitten auf dem Feld wachsen. Natürlich nicht so günstig.
sagen, ich muss es ja wissen. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Wachsen aber nicht erst seit gestern hier. Ah. 6. Ich weiß, was ich mache. Ich mache ihm mal ein Angebot, dass er die entfernen. Mal schauen, was er sagt. Notiere ich mir mal. Jetzt müssen aber schon 7 sein, ne? 7. Wo muss man 7 jetzt gewählt? Ja, machen wir eben einen Vorschlag. Mal zu einem guten Kurs. Entferne. Mal schauen, vielleicht darauf ein. Wäre dann wieder eine Wintertätigkeit. Na, hätte dieses Jahr nicht mehr viel von, aber im nächsten Jahr wäre dann wieder ein freies Feld. Wie viel haben wir da jetzt schon? Schon ist gut. Oh ja, 31%. Okay. Doch etwas mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich glaube, da geht's los. Aber wir mal nicht, dass wir dieselbe Spur übergehen. Ja, das habe ich mir nicht fast gedacht. Denn wir sind ja schon ziemlich lang hier. Ne? Ja, sieht schon mal gleich viel besser aus. Und da sieht man auch so einen dünnen Rand. Ein bisschen Lücke.
Ich möchte schon nicht mal zwischendurch mal auftanken fahren. Ich glaube, da komme ich nicht drum herum. Guck mal, wenn ich Glück habe, jetzt noch eine Bahn, aber dann. Ja. Da müssen wir noch mal auffüllen. Für die letzten nicht mal 20%. Aber gut, da kommen wir jetzt nicht mehr rum. Aber ich habe am Hof noch, das heißt, es reicht, wenn ich schon am Hof fahre. Stimmt, ich habe am Hof ja noch einen Kanister voll zu stehen. Das heißt, den kann ich jetzt nutzen. Dann steht er da nicht rum. Und ich zahle jetzt kein Geld. Bei Gelegenheit wasche ich gleich mit dem Traktor vorne. Ich sehe ihn schon wieder kommen. Das ist ja wirklich der Nachteil bei dem Beitrag hier. Ne? Der versaut unheimlich schnell an der Scheibe. Dass man da ganz wenig nur noch durchsieht. Müsste irgendwas machen. Aber ich brauche trotzdem einen Traktor mit Minimum. Also jetzt 150, sagen wir mal 300 bis 350 PS. Müsste ein neuer Traktor, sollte es einer werden, bringen. Darunter wollte ich gar nichts probieren. Würde ich eigentlich sogar zufrieden mit dem, außer dass er mal so total schnell drücken. Das reicht ja schon. Eigenen Felder muss nicht mal umkommen. Du bist kein Unkraut wächst. Das sollte ich dir mal vielleicht nach Feld 10 jetzt hier machen, bis es fertig ist. Das Ding können wir später weitermachen. Das rennt jetzt nicht weg. Können wir das schon mal abschließen? Ja. Oh, Entschuldigung. Es kam jetzt so plötzlich. So. War das jetzt fertig? Okay.
So, dann werde ich jetzt mal zum Hof fahren. Und dann werde ich mich um meine Felder schon mal kümmern, die auf jeden Fall mal mit Unkraut behandeln. Und ob das kriegen würde, schwierig werden. Da warte ich eigentlich lieber bis zur ersten Wachstumsstufe. Aber wie gesagt, das Unkraut, das mal behandeln kann. Diese waren ja, ja, die waren ja düngetechnisch soweit okay. Die anderen noch ein Stück übertragen. Sind sie es jetzt mit oder aktuell nicht? Können wir ja mal probieren. Jetzt wird man, kann ich die ja erstmal düngen und danach die und so bearbeiten, dass Unkraut verschwindet. Nö, momentan wollen sie nicht, okay. Dann machen wir jetzt mal das böse Unkraut weg. Wenn noch sehen wir das gut, das ist nämlich auch mal ein Vorteil, den wir aktuell haben. Okay, dann muss ich da wohl ein bisschen warten. Gut, dann tun wir es jetzt einfach mal. Aber ob ich noch warte oder immer noch da stehe, wenn ihr die nächste Folge seht, das wage ich zu bezweifeln. Für diese Folge bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir, erstmal, wenn es euch gefallen hat. Und freue mich dann, wenn ihr mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da lasst. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.